wenn man nach Gipsitz kommt, spürt man und man trifft unweigerlich immer wieder die Schmiede an. Das Schmiedeensemble, das den Gipsitzer Ort, die Gemeinde Gipsitz prägt. Aber ausgehend ist diese Entwicklung des Schmiedens, der Schmiedetradition vom österreichischen Erzberg, wo eben die Knappschaft, das heißt, es waren die Bergleute und die Hüttenleute, Eisen gewonnen haben. Das heißt, das Erz wurde geschmolzen und das daraus entstandene Eisen musste weiter bearbeitet werden. Es wurde weiter ausgeschmiedet und schmiedbar gemacht. Dazu waren unglaubliche Mengen an Holz erforderlich, das heißt an Holzkohle. Und so ist man ausgewichen in die Region und auch in das Ibstal nach Gipsitz. Und bei uns in Gipsitz wurden dann aus diesem schmiedbaren Eisen Gegenstände hergestellt. Es wurden in erster Linie Werkzeuge geschmiedet für die Bauern, aber genauso für die Holzknechte, für den Handel und die verschiedensten Gewerbe. Bei uns in Gipsitz waren daher über Jahrhunderte die Zeugschmiede beheimatet. Die Hochblüte dieser Zeit war im 17. 18. Jahrhundert und bereits zu Beginn 58 Schmiedemeister. Es waren vor allem die Hackenschmiede, die Schaufelschmiede, die Löffelschmiede, die Krautmesserschmiede und das kann man in einer unglaublichen Reihe fortsetzen. Wir befinden uns hier vor dem Vancouver Hammer, eine Hackenschmiede. An der Schmiedemeile gibt es noch den Einödhammer in ähnlicher Form, den Eibelhammer, die Sonnenschmiede. Und das sind ganz, ganz besondere Ensembles. Und was hier wiederum bezeichnend ist, in der Mitte dieser Hammer, das Hammerwerk, die Werkstätte mit dem steilen Giebeldach. Dahinter das Wohnhaus der Schmiede, das sogenannte Herrenhaus. Hier wohnte die Schmiedefamilie und das Gesinde. Es war eine Landwirtschaft auch angeschlossen bei jedem Hammerwerk. Und davor sehen wir auch den Kohlbahn, den sogenannten Kohlenstadel, der was ja ganz, ganz wichtig war zum Einlagern der Holzkohle. Und auch bei uns in Gipsitz waren viele Köhler. Und der Beruf des Köhlers war sehr, sehr bedeutend. Und in diesem Kohlbahn befindet sich heute ein kleines Museum, wo man eben diesen Werdegang der Holzkohle, die Entstehung, aber auch die damit verbundenen Veränderungen in interessanter Weise darstellt. Man kann sich schon vorstellen, der Köhler war sehr russig, ja. Er hatte ein schwarzes Bett, kein weißes Bett. Ja. Das nächste ist natürlich auch diese Schmieden, diese Hammerwerke waren teilweise im Siedlungsbereich. Und man erzählt heute noch, wenn geschmiedet wurde am Lufthammer, am Fallhammer oder eben am Federhammer, dann hörte man in der Nachbarschaft in den Kästen die Gläser scheppern. Aber mit Einsetzen der industriellen Zeit hat sich vieles verändert. Ja, mit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es noch ca. 24 Hammerwerke hier in Gipsitz. Und diese Industrialisierung, diese Veränderung, die Bearbeitungstechniken wurden ganz andere. Und so brauchte man diese Schmieden nicht mehr. Die Hammerwerke verfielen und alle Feuer waren beinahe erloschen. Und in den Jahren 1990 hat man begonnen, darüber nachzudenken, wie kann man diese Ensemble, das materielle Kulturerbe, aber auch die damit verbundenen Inhalte und das Wissen darum sichern und wieder erhalten und der nächsten Generation weitergeben. Und so ist es uns gelungen, hier in Gipsitz ganz speziell, dass wir mehr denn je die Schmiedetradition leben, aber auch eine moderne Metallbearbeitung in unserem Ort vorfinden. Bezeichnend ist für Gipsitz, dass durch diese Veränderung vom Schmieden zur Metallbearbeitung Gipsitz ein sehr potenter, starker Wirtschaftsort ist. Und das Bedeutende von Gipsitz sind unsere Metallbetriebe.
Ich denke da vor allem an die Firma Welser Profile oder auch an die Firma Riss Kellermatt und viele, viele andere erfolgreiche Metallunternehmen. Und wiederum spannend, wenn man auf die Geschichte blickt, waren die Großväter und Urgroßväter dieser Firmeneigentümer alle Schmiede. Daher wollen wir diesen Bogen spannen von der Schmiedetradition in die Moderne. Und so haben wir auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder verschiedene Bildhauer eingeladen, Studenten zu Praktiken nach Ipsitz geholt, um hier auch diese neue Zeit in Form von Skulpturen, Metallskulpturen zu verankern und spürbar zu machen. Bei uns in Ipsitz gibt es auch Schmiedeveranstaltungen. Ich denke da an den Messermarkt im September oder genauso an die Ipsitzer Schmiedeweihnacht. Aber ein besonderes Herzstück dieser Veranstaltungsreihe ist das internationale Schmiedetreffen Ferraculum. Heuer vom 17. bis 19. Juni. Und durch unsere Kontakte und durch unser Netzwerk erwarten wir uns wieder Schmiede aus dem mitteleuropäischen Bereich, aber auch weit darüber hinaus. Und hier sind ebenso diese Schmiedepersönlichkeiten eingeladen, mit uns vieles zu gestalten. Es gibt einen Workshop zum Thema Transformation, wo jeder die Möglichkeit hat, hier in seiner Freizeit etwas auszuweichen in das Gestalterische. Aber auf der anderen Seite gibt es wiederum zwei besondere Workshops. Es werden Leuchten für die Schmiedemeile gefertigt, ein Projekt mit Absolventen der tschechischen Schule, der tschechischen Kunstgewerbeschule Turnov. Und aus Italien kommt Roberto Giordani, ein weltweit bekannter Metallbildhauer. Und er wird mit Praktikanten eine Stele, eine Skulptur wiederum für unseren Ortsraum fertigen. Ich würde mich freuen, wenn viele zum Schmiedefest Ferraculum kommen. Ich wünsche ein Glück auf. Dankeschön.